Hilfe! Genug trainiert. Jetzt stellen wir uns den echten. Der Feind springt in den Schuss ab. Auf. Das Gas nähert sich. Weiter zur Sicherheitszone. Ist immer gut. Ich überlege gerade. Das ist ein Problem. Ich bin schon wieder ein bisschen mittellos. Hilfe. Ach, endlich. So, nehmen wir mal mit. Ohne Waffe fühlt man sich immer so ein bisschen nackig. Du bist doch ständig nackig. Das ist gar nicht wahr. Ah, da unten läuft was, ne? Mhm. Zumindest hinter die Mauer und wie. Rücke vor! Hinter der Wand. Mist, ein Sniper. Ja, geil. Das macht das total ein gut. Ein Mitglied ist im Gulag. Wenn es überlebt, steigt es wieder ein. Das Gas breitet sich aus. Ich war so auf den einen fixiert, dann habe ich nur noch dieses Blitzdings gesehen und dann war ich weg. Ja, das Problem ist einfach, wenn ich den nicht ausmache, kann ich nichts machen von hier. Feindliche Drohne über uns. Du machst doch schon, Kev.
Du bist doch der Warzone-Profi. Sowas von. Warzone Esports, sage ich nur. Ja, geil. Ah, da. So. Achtung, gesehen habe ich ihn. Mitglieder außerhalb der Sicherheitszone. Scheiße! Ich habe ihn aber schwer angeschlagen. Ja! Ich komme zurück. Sehr schön. Bist du noch da? Nein, also dort an der Stelle? Ich habe ihn zwar aber angeschlagen, aber naja. Gegner und. Wir schicken dich zurück zur Beata. Keine Chance. Das Gas nähert sich. Erreiche die neue Sicherheitszone. Ausrüstungslieferung ist unterwegs.
Ist leider manchmal ein bisschen öde, wenn man dann fremdes Gameplay die ganze Zeit sieht und nicht mein eigenes so nicht vorhanden ist. Da gerade zu. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Okay. Fordere Luftnahunterstützung an. Ziel markiert.
Backside gesichert. Luft ist rein. Mist. Schön, aber trotzdem. Aber das machen wir wieder gut. Ach, Mann. Aber trotzdem schön. Schöne Runde. Immer gute Sachen dabei gewesen. Aber siehst doch mal so, so müssen die Leute nicht den Kanal wechseln. Sie können mein Gameplay bei dir sehen. Ich könnte drauf verzichten, muss ich zugeben. Ich würde auch gerne ein bisschen was länger mal spielen. Wir können ja demnächst mal das... Ja, machen wir schon irgendwie noch. Zeitchen. Wie gesagt, alles immer mal so ein bisschen... Ich glaube, immer alles gleichzeitig wird es irgendwann sowieso nicht gehen. Da fehlt einfach die Zeit, weil da, wie gesagt, mit Rainbow Cosmic und dem hier quasi drei Koop-Sachen dabei sind, wo halt immer ein bisschen die Zeit fehlt. Bei den anderen Sachen ist es halt auch so. Gerade bei so Story-intensiven oder so intensiven Spielen wie Assassin's Creed muss ich auch erstmal schauen, dass ich die Zeit dafür finde, wieder aufzunehmen. Ja, aber dafür hast du immer wechselndes Material, ne? Ich habe immer irgendwo was. Ja, FIFA läuft ja mehr oder weniger durch. Da fällt ja eigentlich selten mal was aus. Aber wie gesagt. Und bei Assassin's Creed bin ich zwar halt. Ich will die Story ein bisschen genießen. Ich will mir das Ding komplett angucken. Und nicht da einfach durchwaschen. Dafür ist das Spiel einfach zu schade. Naja, gut. Auf ein neues Ründchen.
kommt schnell näher. In die Sicherheitszone begeben. Markierung siehst du? Da, ja. Ja. Oh, das war zu spät. Scheiße. Ich hab das Ding nicht gezogen. Ja, jetzt spät gezogen. Wieder gezogen. Scheiße. Na, mit Bladik und Charivet. Du hast den Kampf verloren und kehrt zur Basis zurück. Cazzo, l'avresti fatto quello, eh? Provo di animale, cazzo. Tu come faccio la questi qua? Che io quando rianimo a te o tu rianimi a me, non manco il tempo. Schön im Gulag ein und rennt einem der scheiß Wert halt daher. Bin mal ganz kurz auf Toilette. Adieu.